Hallo, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir beschäftigen uns mit den Geheimnissen der Manifestation. Und warum sage ich Geheimnisse? Weil es uns so verborgen ist, wie Manifestation wirklich funktioniert, dass es uns fast schon als Geheimnis erscheint. Ich beleuchte hier all die nicht ausgesprochenen Blockaden, Stolpersteine, Irrglauben, irrgeführten Richtungen, die hier in unserem Human Design immer wieder verbreitet werden. Eine solche Sache, die ich jetzt beleuchten möchte, ist Selbstliebe. Selbstliebe ist nur so ein wahnsinnig kleiner Teil deiner Manifestationskraft. Deine volle Manifestationskraft liegt in deinem Divine Design, in deinem göttlichen Design. Und Selbstliebe ist die Liebe per se, weil du bist das Selbst, das göttliche Selbst. Du bist das Selbst, das sich überall spiegelt, in allen anderen Menschen, in allen Lebenssituationen bist du das Selbst, das entweder wählen kann, Liebe in eine Situation zu bringen oder Angst. Damit verweise ich gerne auf einen Kurs in Wundern, wo genau erklärt wird, dass es entweder Liebe oder Angst gibt. Liebe ist Divine Design und Angst ist Human Design. Das menschliche Design, das sich identifiziert über Form, über Körper, über Verkörperung, das hat Angst, seine Form zu verlieren. Und deswegen halten wir so unglaublich fest an unserer Form. Wir beschäftigen uns so unglaublich mit unserem Aussehen, mit unserem Körper, mit unseren Gefühlen. Alles, was sich hier tut in der Verkörperung, in der geformten Welt, im Außen. Wir sind am Beobachten, wir sind am Analysieren, wir sind am Rückschlüsse ziehen, wir sind am Zusammenhänge zu generieren. Das alles ist Human Design, das ist der menschliche Verstand, das ist das menschliche Denken, das wir beigebracht kriegen hier auf Erden in unserer Gesellschaft, ausgehend davon, dass wir eben diese Form sind, in der wir hier über diesen Planeten wandeln. Aber das sind wir nicht. Wir sind verformte Energie, geformte Energie. Und diese geformte Energie, die zeigt sich in unserem Körper, in unserem Aussehen, in unserer Fitness, in unserer Gesundheit und sie zeigt sich in der Welt da draußen, in den anderen Menschen und sie zeigt sich in den Pflanzen, sie zeigt sich in den Tieren und dieses Human Design ist Liebe. Also ist Selbstliebe einfach nur die Wahl der Liebe. Und wenn du eben selbst nicht lieben kannst, weil du immer noch die Ansicht hast, du bist diese Form, diese Geschichte, diese Vergangenheit deines Human Design Denkens, dann hast du allen Grund, es nicht zu lieben. Wenn du da rausschaust in die Welt, wo Sodom und Gomorra und Leid und Auslieferung und Unterdrückung herrscht, wie sollst du das lieben? Das kannst du nicht. Und deswegen fällt Selbstliebe so schwer, weil wir versuchen, etwas zu lieben, was nicht liebenswert ist. Weil unser Human Design ist einfach nur zum Fürchten. Es bereitet wirklich Angst. Und insbesondere eben diese Angst, unseren Körper, unsere Verkörperung, unsere Form zu verlieren. Und dabei wissen wir doch alle, unsere Form werden wir früher oder später verlieren. Aber unsere Seele, unser Divine Design, unser göttlicher Funke, unsere göttliche Wahrheit, unsere göttliche Wahrhaftigkeit, die werden wir nie verlieren. Der werden wir maximal höchst bewusst, wenn wir unseren Körper verlieren, wenn wir in die non-physikalische Welt eintreten, dann werden wir höchst bewusst, dass wir nichts von dem sind, was wir geglaubt haben, was wir sind, was unseren Körper ausmacht, unsere körperliche Vergänglichkeit. Und was uns die große Angst bereitet,
wenn wir das verlieren. Und genau darum geht's, jetzt schon zu verstehen, wer wir in Wahrheit sind, unser wahrhaftiges Denken zu aktivieren, aus der Liebe, Perfektion, Exzellenz heraus, wie das göttliche Design die Welt erschaffen hat. Und wenn du den Faktor rausnimmst, der Vergänglichkeit, der Form, dann wird es leicht. Weil dann kannst du nur in Energie denken. Und Energie ist einfach nur. Und du kannst aus Energie machen, was du willst, etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Aber wenn du in deinem Divine Design bist, dann wirst du automatisch etwas Gutes, etwas Fülliges, etwas Erfülltes aus deinen Ansichten, aus deiner Energie heraus machen. Und genau um das geht es. Versuche nicht, dein Human Design selbst zu lieben, weil es hat zu viele Fehler, es hat zu viele Schmerzen, es hat zu viele Verletzungen. Aber wenn du da hinaussteigst und in dein Divine Design einsteigst, dann hat es keine Fehler, dann hat es keine Schmerzen, dann hat es keine Verletzungen, dann ist da einfach nur etwas absolut exzellentes, fehlerfreies, liebendes am Start. Und dann hast du diese Selbstliebe, die du möchtest. Und aus dieser Selbstliebe heraus kannst du eben auch das Divine Design in allen anderen Menschen sehen. Dann kannst du die Seele der Menschen sehen. Die Seele, die eben weiß, dass sie göttlich designt ist, dass sie keinen Fehler hat, dass sie keine Geschichte hat, dass sie keine Bedingungen hat, dass sie keine Zusammenhänge hat, dass sie keine Vergangenheit hat. Und schon ist Liebe am Start und schon kannst du jeden Menschen lieben. Und genau das ist die Voraussetzung dafür, dass du dir eine erfüllte Liebesbeziehung manifestieren kannst. Selbstliebe, reflektiert von jemand anders, ist in Liebe sein. Und das willst du. Deswegen willst du deine Beziehung haben. Deswegen willst du deinen SP haben. Deswegen willst du mit jemandem zusammen sein. Deswegen willst du mit jemandem zusammen leben, weil du in Liebe sein möchtest. Aber dazu musst du eben erst selber in Liebe sein und den Raum der Liebe eröffnen, die Realität der Liebe eröffnen. Und das ist deine Aufgabe. Und wenn du das geschafft hast, dann wird dir Liebe reflektiert werden von einer speziellen Person, deiner speziellen Person, aber von allen Personen, weil es eine logische Konsequenz ist, wenn du aus deinem Divine Design heraus lebst und manifestierst und deine Realität mit Divine Design Perspektiven und Ansichten erfüllst. In diesem Sinne, ich hoffe, dir gedient zu haben. Mühe dich nicht mehr ab, Dinge zu lieben, die du nicht lieben kannst. Ich habe auf meiner Homepage unter den Selbstlernkursen eine Masterclass genau dazu, Divine Design Selbstliebe, die dir genau erklärt, wie du da hinkommst. Schau rein, hol dir diese Masterclass, studiere und umsetze und du wirst die Veränderung in deinem Seinszustand fühlen. Du wirst sehen, wie du aus deinem Human Design in dein Divine Design stabil eintrittst. Ja, 2000 Abonnenten sind angestrebt für ein 1:1 Coaching, das ich gerne unter allen Abonnenten verlose. Also teile, kommentiere und lass mich wissen, dass es dir gefällt. Like meine Videos und ich freue mich bis zum nächsten Video.